Ich sag, oh, ich sag, die andere dann noch. Oh, das war ein. Also, meine Emo. Heini, trau dich mal rein. Komm mal, komm mal, komm mal. Hier wohnst du? Ja, hier wohne ich. Ja. Hier sitzt du? Ja, ja, da sitze ich manchmal. Jetzt sitzt du da. Ja, in dem Sessel? Na, dafür ist er doch da. Bitte. Was möchtest du trinken? Scotch oder Bourbon? Oh, am liebsten Scotch mit Bourbon. So, das ist ja weich wie ein Kuhfladen. Wie kommst du gerade auf den Vergleich? Ja, wir haben zuletzt 5 indische Häfen hintereinander angelaufen. Ja. Also wenn du da besoffen bist, da trittst du alle paar Meter in heilige Kuhfladen. Ja. Und du warst natürlich immer besoffen. Ja, das kann man was sagen, du kennst mich doch. Ja, 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 ja. Also, Cheerio. Ja. Cheerio. 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 Ja. Tja, so lässt sich's leben, ne? Ja, sag mal, wie hast du mich eigentlich gefunden? Du, ich hab den Smutsche vom Wappen von Hamburg, ne? Den habe ich in St. Pauli getroffen. Und er hat mir erzählt, dass du plötzlich geerbt hast und ein feiner Pinkel geworden bist. Ne? Du, er gab mir auch die Adresse. Ja, ja, du, den habe ich neulich auf der Reeperbahn stockbesoffen aufgegabelt, habe ihn mit nach Hause genommen. Ja, da hat er mir erzählt. Du hast ja auch noch Geld gegeben, ne? Ja, ja. Willst du vielleicht auch Geld? Nö, du. Ich wollte bloß einen alten Kumpel besuchen. Aber eines könntest du mir verraten. Ja? Ne, wie macht man das? Ne? Wie erbt man? Du, das ist ganz einfach, ne? Kriegst du eines Tages einen Brief vom Notar, ne? Lieber Robert Meister. Das geht nicht. Ich heiße Heini Hasse. Ja. Ja, da kriegst du eben einen Brief vom Notar, lieber Herr Hasse, nicht wahr? Kommen Sie mal dann und dann vorbei, bringen Sie Ihre Personaldokumente mit, ne? Dann gehst du hin, legst die Dokumente auf den Tisch und dann liest der Notar das Testament des Erblassers vor, ne? Und so etwa in 4 Wochen bekommst du die 1 Million. Wahr? 1 Million? Na ja, so viel hab ich bekommen. Wo wohnt dieser Notar? Ja. Ist doch nicht immer derselbe. Ist immer ein anderer. So, ja, ja. Ja. Na, ich hab da sowieso kein Ding da. Das ist kein Erblasser. Nein, Erblasser. Ja, ja. Ich bin ein Waisenkind. Ne? Ach ja, ja, richtig. Hast mir ja mal erzählt. Ja. Du bist am Weihnachtsabend, hat man dich ausgesetzt vom Nonnenkloster. Vom, ne? Nonnenkloster. Ja, dann Cheerio. Ja, Cheerio, Cheerio. Aber schön hast du es hier, du. Ja. Aber sag mal, fehlt dir nicht manchmal die See? Ja, eigentlich nicht. Ja. Neulich wollte ich mal so ein bisschen Seeluft schnuppern. Dann habe ich mir einfach eine Luxuskabine gemietet und bin 5 Tage nach New York geschippert. 5 Tage nach New York? Das macht doch keinen Spaß. Ohne Häfen und ohne die Mädchen, ja, in den Häfen. Kannst du dich noch erinnern? Mit der Christoffo, ja, da waren wir 6 Wochen unterwegs. 17 Häfen angelaufen. In jedem Städtchen ein frisches Mädchen. Ja. Und du hast denn zu Hause Krach mit deiner Anna gekriegt? Naja, nur weil manch blödes Weib geschrieben hat. Nicht so Postkarten und Liebesbriefe. Eine hat auf eine offene Karte geschrieben: Heini, keiner kann es so gut wie du. Ich kann ja sagen, du, Anna. Ja. Anna war auf 80. Ne? Na, du hast es auch ein bisschen zu toll getrieben. Ja, aber heute stelle ich mich nicht mehr so dumm an. So. Ne? Kein Mädchen hat meine Adresse. Die wissen nicht einmal meinen Namen. Wie machst du das? Jo, ich bumse unter deinen Namen. Was?
Kannst du dich erinnern? Ja. In Bremen hat uns doch einer so kleine Karten aufgeschwatzt, die man auch ins Adressbuch kleben kann. Ja, ja. Ne? Ja, Robert Meister, das sind ja meine Karten. Eben! Ich habe sie in der Koje gefunden, nachdem du schon abgehauen bist. Ne? Ach, und die hast du benutzt? Ja, fleißig, fleißig. In jedem Hafen. Na, dir konnte ja nichts passieren, du bist ja nicht verheiratet, ne? Ja, ja, ja. Na, hoffentlich waren die Mädchen meiner würdig. Oh, Junge, ja. Du, das kannst du mir glauben. Du. Besonders die amerikanische Witwe in Durban. In Durban? Ja, ich war 4 Wochen bei ihr. Ja. Ihretwegen ist mein Schiff ohne mich ausgelaufen. Ja. Wie hieß sie? Mit Vornamen Beverly, mit Nachnamen Blue Master. Ja! Du, woher weißt du das? Kennst du sie? Nee, ich hab sie nicht gekannt, aber sie muss vor ihrem Tode meinen Namen gehört haben, ne? Sieh mal, denn sonst hätte sie mir doch nicht die 1 Million vererbt, ne?